Ja, in dem Spiel nicht unbedingt immer, wenn man sich gerade eben so über den Weg läuft. Dann Joppa. kann man da unten im Gruppenchat miteinander kommunizieren. Problem ist nur, da gibt es so eine begrenzte Anzahl an Zeichen und das ist immer ziemlich nervig, wenn man dann schreibt und der tippt aber eigentlich gar keine Buchstaben mehr ein. Da hat man zwei, drei Sätze geschrieben und muss dann feststellen, dass er die gar nicht geschrieben hat. Classic Wahrscheinlich um Fade. das Fenster, Classic, um das Fenster zu überlasten oder so. Aber all das ist ja auch neu, ne? Wir haben hier aktive Quests und Quest also bei mir finden, heißt ja, das haben die hier direkt zusammengepackt quasi. Normalerweise musstest du zum Quest finden immer so ein extra Fenster öffnen. ja, richtig. Irgendwie kann Oh, man das jetzt. vielleicht finde ich es ja nicht. Ja, hier sind immer dann direkt die angezeigt, die Quests für einen haben, sozusagen. Ist eigentlich auch ganz cool. Ich habe mich immer abgemüht, wenn ich Quests finden wollte und irgendwie waren keine da und bla. Okay, gib mir jetzt ein Tier. Ich will jetzt ein Tier haben. Ja, im besten Fall ein Wolf, oder? Ja, nee, überhaupt mal eins, das ich beschwören kann. Ja, ist gut, du bist da. Boah, die hat pinke Klamotten an. Tja, die Farbe ist eher weniger von Interesse für mich. Lasst mich euch Hat noch ein paar die... Hinweise zur Tierhaltung geben, bevor ihr aufbrecht. Am allerwichtigsten, ihr müsst euer Tier so lieben, wie ihr euch selbst liebt. Lasst es nicht zu hungrig werden oder sein Wachstum wird stagnieren. Oho, hochgestochene Begriffe, stagnieren. Außerdem wird der Schafzahn-Säbelwolf mit einer Loyalität von 100 beginnen. Aber zukünftige Tiere werden mit einer Loyalität von 0 beginnen. Das heißt, sie werden mir erstmal wahrscheinlich nicht direkt gehorchen. Tiererziehung. Denkt daran, dass Hunger das Wachstum eines Tieres bremsen wird. Wenn es rasend ist, 0 bis 50 Loyalität, teilt es nur 60% Schaden aus und erhält 10% der normalen Erfahrung. Wenn es wild ist, 50 bis 150, teilt es nur 80 Schaden aus und erhält 60 der normalen Erfahrung. Wenn es zahm ist, 151 bis 500, teilt es 100% Schaden, erhält 100%. Ist es loyal, bis zu 99, 999, 120% Schaden, 120 Erfahrung. Momentan könnt ihr euer Team mit diesem Quellwasser füttern. Mit Quellwasser füttern vor allem, ja. Danke. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal zum Ältesten, oder? Ja, Sekunde mal, ich habe auch noch eine Quest. Bei? Ich weiß nicht, ich kann dir nur die englischen Namen nennen. Bei einem, also auch bei so einem Untamed, Ja. der war hinter dem Ältesten. Ich weiß nicht, ob du von dem auch eine Quest hattest. Guck, Weiß ich gehen wir nicht, aber ich gehe erstmal. jetzt sowieso erstmal zum Ältesten, dann gehen Ja, wir im also gut. Prinzip. Boah, ich habe 200 Quellwasser erhalten. Damit kann ich meinem Tier erstmal ordentlich zu futtern geben, nur. Unser Hauptarmee wurde ausgeschickt, um den Kräften der Menschen und der Wildelfen, ja, Windelfen zu helfen. Elfen helfen, helfen der Elfen! Hey! Daher haben wir momentan in der Stadt nicht genug Leute, die Garnison war pausenlos im Einsatz und ist sehr erschöpft. Ihr solltet vorbeischauen und sehen, ob ihr ihnen irgendwie behilflich sein könnt. Claudio! Der Mann, neben dem ich jetzt gerade stehe, hast du bei ihm eine Quest? Ich Kannst du bei weiß, ihm eine dass Quest holen? ich kann da eine annehmen, ja, aber Ja, dann nimm die an. warum? Da müssen wir, glaube ich, dieselben Viecher töten. Okay, Weißt ja, ja, zwei gut, Fliegen kein mit Ding. einer Klappe schlagen. Kerzenleiche. Ich Genau. renne eigentlich in die vollkommen andere Richtung als du und das, nein, du Nee, rennst es doch nicht. ist. Wir rennen voll auf die Wand zu. Richtig, das ist diese. Das ist. Ey, Das hat sich ja gebrannt. es Das ist gibt doch Satin. noch diese Dunkelsilber- und Dunkelgoldfatzken. Ja, toll, die gibt es, aber noch kriegen wir nichts von Nein, erst ab 20 Uhr. denen. Dann müssen wir da ab 20 Uhr nochmal vorbeischauen. Oh, General Friedrich. Okay, wo bist du? Auf dem Weg. Oh, verdammt. Nein, lauf doch nicht weg. Warte auf mich. Hä? Nein, Moment, ich bin nicht in die falsche Richtung. Ich glaube, so falsch wäre die Richtung gar nicht. Eine Sekunde. Hey, du läufst. Wir müssen wirklich nach unten hin. Wir müssen nach Süden. Ja, also wo, in welche Richtung, hä? Egal, ich gehe jetzt einfach erstmal hier raus.
Richtig. Das ist der Weg, den wir gehen müssen, raus. Wie genau ich Tiere jetzt zähme, ist mir immer noch ein Rätsel. Ach da, was ist das denn? Tierwiederbelebungsbuch. Ach, ich habe ein Ei. Ich habe jetzt ein Ei des Schafzahnsäbelwolfs. Ich kann bei der das Es. Ei ausbrüten. Dann lass es doch ausbrüten noch, solange wir hier drinnen sind. Ich kann mein Wölfchen kriegen. Ich habe ein Ei gelegt. Gehst du jetzt ein Ei ausbrüten oder? Okay. Ich bin ja hier noch bei der Händlerin gewesen, so fast auf dem Weg, so, weißt du? Boah, hier ist das ruckelt. Ich glaube, ich muss gleich die Quali noch mal ein bisschen runterstellen. Guck so, da. Tierei ausbrüten. Ausbrüten. Nice. Was mache ich hiermit? Bringt es für eine Einweisung zu einem Tierlehrer. Ja, habe ich doch. Also ich bin doch hier. Was willst du denn von mir? Tierfähigkeiten erlernen. Und Tierfähigkeiten lehren. Tierfähigkeiten verlernen. Hä? Tier wiederbeleben. Tierheilung. Ah, ich verstehe. Ja, natürlich will ich dir lernen. Gib mir. Cool. Ja, nice. Okay, jetzt habe ich es gelernt. Jetzt kann ich mein Tierchen beschwören. Hoffe ich. Müsste eigentlich. Jetzt muss ich nur herausfinden, wo und wie und so weiter. Ich pack das jetzt mal dahin. Dreist, wie ich hier bin. Hier rennst du her. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, wo ich hier Tiere beschwören kann. Wo sind meine Tiere? Weg. Ah, hier, richtig, da sind die. Juhu! Rufen. Palim. Haha, mein Wölfchen. Den fetten Horn auf der Stirn. Ja. Oh. Ich muss das Gruppending hier mal wegpacken. Dann sehe ich die Anzeige von meinem Wolf nicht. Oh. Hier sind ganz viele davon. Guck mal, deine Homies. Ja. Du müsstest dich doch auch so ein bisschen zu denen hingezogen fühlen, so, oder? So, Ich habe kein also Horn auf der Stirn. Wolfsgefährten so. Hier, diese Kerzendinger müssen wir doch töten, oder nicht? Richtig. Wie waren's? Oha. Was denn? Die sind so heavy. Ich brauchte ja für die letzten Male, wo ich die Viecher getötet habe, immer nur so einen Schlag oder so. Und dann waren die kaputt. Oh Stimmt. Ja, aber zu zweit kriegen wir das so schnell hin. oh. Ja, passt. Okay, dafür müssten wir erstmal wieder ein paar finden. Wo sind die? Hier. Ganz viele davon. Dann siehst du schon welche und ich nicht. Ah, da sehe ich sie jetzt endlich. Was ist das denn? Ach, Aber das sind die warte. Erfahrungspunkte, das ist die Loyalität. 250. Nicht übel. Kann ich dem schon Quellwasser geben? Halten. Befiehlt dem Tier, die Position zu halten. Befiehlt dem Tier, seinem Meister zu folgen. Befiehlt dem Tier anzugreifen. Spieler befiehlt dem Tier, manuell anzugreifen.